Hallo und herzlich willkommen zu unserer 16. Episode von unserem Let's Play Pokémon Purpur. Beim letzten Mal haben wir den Herrscher des weiten Himmels besiegt, das nächste Geheimgewürz hier in der Höhle gefunden mit Pepper. Und Pepper hat uns in sein Geheimnis eingeweiht, weshalb er die Geheimgewürze überhaupt sucht. Er möchte mit Hilfe der Geheimgewürze seinem Pokémon Mastiffioso wieder auf die Beine helfen. Und dabei werden wir ihm weiter auch helfen. Denn ihr habt auf Instagram abgestimmt, dass als nächstes das nächste Herrscher-Pokémon unser Ziel sein wird. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Und das müsste auch hier, glaube ich, schon sein. Beziehungsweise, nein, hier, östliche Zone 3. Das müsste das nächste Herrscher-Pokémon sein. Hier haben wir das dritte Herrscher-Pokémon. Und dementsprechend werden wir einmal nach Fermanza City in den Norden fliegen. Hoppala. Können wir noch nicht hinfliegen. Wir waren noch nicht da. Okay. Also werden wir uns hier unten in die südliche Zone 1 fliegen. Wo wir schon waren. Und uns von dort dann den Weg hocharbeiten zum Herrscher-Pokémon. Zum inzwischen schon dritten Herrscher-Pokémon. So. Wir können jetzt, dadurch, dass wir den Orden, das Herrscher-Pokémon, nicht den Orden, das Herrscher-Pokémon beim letzten Mal besiegt haben, können wir jetzt auch durchs Wasser uns fortbewegen. Und ich sehe hier eine Brücke. Und hier oben. Das heißt, wir werden jetzt einmal den Weg entlang fahren. Hier oben in die östliche Zone 1 durch die Stadt fahren, um dann zum Herrscher-Pokémon zu gelangen. Als kleiner Recap nochmal, unser Team aktuell besteht aus Lokoko Level 29, Knarbon Level 20, genauso wie Olini Level 20, Floete Level 19, Summer Level 25 und Seppel Level 25. Als nächstes suchen wir mal einen Ersatz für unser Summer. Da wir aktuell Summer und Olini als Pflanzen-Pokémon sowie Floete mit der ein oder anderen Pflanzenattacke im Team haben. Und 3 ist dann doch ein wenig zu viel. Genau. Und hier ist eine Herde von Tauros. Und den Paldea-Taurossen. Unser Fighting Bull ist ja seit ein paar Episoden nun schon nicht mehr bei uns im Team. Aber auch das macht kein Problem. Hier ist ein Enton. So, und jetzt können wir ja wahrscheinlich einfach hier durchfahren. Genau, so, dann haben wir hier, was haben wir denn hier für einen, hoppala, was ist das denn für einer, sieht man hier jetzt nicht mehr, ein Geist, aber das müsste dieses Luxio sein, was ein Elektro-Pokémon ist und das möchte ich aktuell dann doch auch noch nicht im Team haben. Wir bewegen uns erstmal weiter Richtung des Zielortes, der dort drüben ist. Und da sehe ich schon, da kann man doch auf der anderen Seite an Land gehen. Dann werden wir genau das mal tun. Einmal durchs Wasser. Bei den Phlegmons, Merrills und Entons vorbei. In die östliche Zone 3. Und da rollen schon mal ein paar Voltoballs rum. Das
Einmal hier den Weg. Oh, das sieht interessant aus. Was haben wir da? Ein Vogel, ein Nebulak. Ah, ganz viele von diesen kleinen Vögeln. Wir schaffen es natürlich nicht, da hoch zu springen. Aber das interessiert mich jetzt doch. Was bist du denn für ein Pokémon? Wollen wir mal kurz herausfinden, was wir hier haben. Ein Kupfanti. Wir versuchen es einfach mal mit Einäschern. Und das ist sehr effektiv. Das ist auch schon mal sehr schön. Allerdings. Und unser Knabe erreicht Level 21. Allerdings würde ich so ein Kupfanti dann doch auch ganz gerne versuchen, zumindest zu fangen. Und das anstelle von unserem Summer dann mal ins Team mit aufzunehmen. Dann setzen wir nochmal Glut ein. Das hier ist jetzt auch ein wenig höher. Jawohl, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Und es setzt Eisenabwehr ein und die Versteidigung steigt stark. Dann versuchen wir mal dieses Kupfanti mit einem Superball zu fangen. Da es allerdings schon Level 27 ist. Oh, es hat doch geklappt. Stimmt, durch den zweiten Arena-Orden, den wir schon geholt haben, gefällt es uns ja einfacher, Pokémon bis Level 30 zu fangen. Kupfanti, ein Kupferpfand-Pokémon vom Typ Stahl. Okay, erstmal bekommt es keinen Spitznamen, kommt allerdings in unser Team für unser Summer. Was natürlich auch vom Vorteil ist, es ist direkt Level 27. So. Okay, dann einmal. Wie ihr merkt, ich drücke immer zu oft den B-Knopf und springe deshalb ständig. Und hier haben wir auch Stahl. Jetzt ist allerdings die Frage, welches von diesen... Ich glaube, dieses hier, dieses Pokémon Center könnte am nächsten dran sein. Damit wir dort... Hoppala, unser Team einmal auf... Einmal wieder heilen, um dann zum Herrscher-Pokémon zu gelangen. Ups, und da fahren wir in ein Voltoball rein. Das war so nicht geplant, aber Voltoball sollte eigentlich kein Problem sein. Er setzt Elektroball ein. Wir setzen Einäschern ein und besiegen es fast. Das war das schon. Oh Mist, ich hasse Finale. Aber hier sieht es endlich mal schon sehr cool aus. Und wir haben es überlebt. Das ist ja schon mal sehr gut, sehr wichtig. Und fahren dann jetzt weiter an diesen ganzen Pokémon hier vorbei. Da ist eine Mine. Oh Mann. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir da durch müssen. Oder auch nicht. Aber wir haben ein Nugget bekommen. Und es wurde Tag. Und dann einmal... gucken, vielleicht ist dann doch ein anderes Pokémon Center näher da dran. Ein Timerball. Umso leichter, je länger der Kampf dauert. Okay. Bring, bring. Das wird dann jetzt wahrscheinlich Pepper sein, der uns sagen wird, dass wir in der Nähe von dem nächsten Herrscher-Pokémon sind. Was wir schnell rausgefunden haben. Weil wir auf dem Weg dorthin waren. Hi Ryan! Irgendwo in diesem Bergwerk soll sich der Herrscher des verborgenen Stahls befinden. Gerüchten zufolge ist er unglaublich groß und super lang. So ein riesiges Pokémon sollte doch eigentlich leicht zu finden sein. Ich frag mich, wo und wie es sich versteckt. Vielleicht ist es ja so richtig schnell. In dem Fall wäre es vielleicht besser, mit einem Reit-Pokémon die Verfolgung aufzunehmen. Okay, da er das schon anspricht, gehe ich jetzt mal davon aus, dass das Herrscher-Pokémon auch schnell sein wird und sich irgendwie fortbewegen wird. Oh, wir nehmen mal kurz die Sticktree mit, da es uns wahrscheinlich das ein oder andere an Erfahrung bringen wird. Sticktree! Setzt Schlitzer ein. Okay. Einäschern. Unsere altbekannte Taktik. Oh, Dampfwalze ist wahrscheinlich dann doch sehr effektiv, ja. Hatte ich mir fast gedacht. Kämpfen wir mit einem Feuer-Pokémon gegen Bodentypen. Nicht sehr clever. Allerdings, unser Seppel sollte es jetzt dann doch schaffen. Und wie mir gerade auffällt, sind die Pokémon hier auch schon ein wenig höher als unser gesamtes Team. Dampfwalze. Uiuiui. Jetzt setzen wir Aquaknarre ein und danach setzen wir
falls es überlebt hätte, hätten wir dann Wasserdüse mit der Erstschlagsgarantie eingesetzt. Ui, und unsere Flöte versucht Wunschtraum zu erlernen. Ja, wir wollen uns erstmal anschauen, was Wunschtraum denn überhaupt für einen Angriff ist. Ein Wunsch füllt in der nächsten Runde 50% der KP des Anwenders bei diesem oder einem eingewechselten Pokémon auf. Okay, das klingt doch ganz gut. Allerdings. Ja doch, wir nehmen mal Rasierblatt raus. Auch wenn es eine hohe Volltrefferquote hat, aber es trifft halt nicht unbedingt immer. Und dafür erlernen wir mal Wunschtraum. Hoppala. Was passiert? Oh! Nanu, Seppel entwickelt sich! Und aus unserem kleinen süßen Seppel, Barmelin, wird ein Bojelin. Es hat jetzt seinen Rettungsschwimmer gemacht und hat eine Boje. Ja, nee, es ist keine Boje. Eine Poolnudel. So was ähnliches um sich. Das, ich wusste bis gerade nicht, dass Barmelin eine Weiterentwicklung hat. Aber jetzt haben wir einen Bojelin. Sehr, sehr schön. Okay, und Pokémon Center wird dann wahrscheinlich doch eher dieses hier. Dann bewegen wir uns mal sehr schnell nach dorthin. Aber wir müssen trotzdem erst einmal hier hoch. Da läuft ein Mauzi. Miauz. Genau. Okay, können wir hier vielleicht runterspringen? Wir versuchen es einfach mal. Zack. Und noch einmal. Wir nehmen einfach jede Abkürzung, jede erdenkliche Abkürzung, um schnell zu unserem Pokémon Center zu kommen. Zack. So bewegt man sich mit einem Reittier durch die Hochebenen von Paldea. Man springt einfach und nimmt jede erdenkliche Abkürzung. Seid ehrlich, ihr hättet es doch wahrscheinlich genauso gemacht, oder? Oder wärt ihr den ganzen Weg außen drumherum gefahren? Seid ehrlich. Und lasst es mich wissen. So. Und wieder einmal zu oft B gedrückt. So, jetzt sind wir in der südlichen Zone 2 und müssen jetzt gleich hier links wieder in die südliche Zone 3 reinfahren. Und dort, hier ist es schon die südliche Zone 3. Und jetzt einmal etwas suchen. Hier sind wir natürlich wahrscheinlich falsch, kommen hier auch nicht hoch. Wir sollten wahrscheinlich jetzt dann doch den Weg nehmen, da wir nicht so hoch springen können und alle Abkürzungen hier nehmen können. Da ist noch so ein Kupfandi. Und noch ein Mauzi, ein Salanga, das wir bisher nur aus Terra Raids kennen. Klonkettkohle. Okay. So. Ich sehe bisher noch keinen Herrscher. Ah, wir müssen noch eine Einweiter. Okay, also fahren wir Einweiter. Hoppala! Und fahren vorher noch in ein Dicta. Wir setzen unsere... Oh, Mist. Altbekannte Taktik ein. Genauigkeit sinkt. Ich glaube, es wäre cleverer gewesen, wenn wir einfach wegrennen und das Dicta Dicta sein lassen. Dicta verhindert die Flucht. Okay, dann kommt jetzt unser Bojelin. Wir können es auch nicht einwechseln. Okay, also versuchen wir gleich nicht in jedes Dicta reinzufahren. Oder Dictri. Wegen den ganzen bescheidenen Bodenangriffen, die unser Lokroko nur weiter schwächen. Oh, da haben wir das. Hoppala, hoppala. Ui, jetzt wurden wir von einem Knattox. Einem Knattox eingeholt. Müsste auch irgendwas zu tun haben mit den
die Team Star einsetzt. So, und weiter geht's. Jetzt möchte ich allerdings mal herausfinden, was das hier ist. Ein Waggon. Okay, dann setzen wir mal Wasserdüse ein gegen Waggon. Das ist sehr effektiv. Dampfantrieb wirkt, die Initiative steigt. Okay. Und Antikkraft. Ah, es macht doch einiges an Schaden, aber mit unserer Wasserdüse haben wir halt die Erstschlaggarantie. Und so kann man auch einer gesteigerten Initiative aus dem Weg gehen. Und das bringt uns einiges an Erfahrungspunkten dazu. Sehr, sehr schön. Und weiter geht's. Hier ist noch ein Fukano. Oh, hier sind eine Menge von den Kufantis. Du siehst irgendwie am größten aus. Heißt das auch, dass du vom Level her am höchsten bist? 23. Ah, das muss das nicht unbedingt bedeuten. So. Dann haben wir hier nochmal ein klein wenig Erfahrung. Unser Knabern erreicht Level 22. Wir heben einen Blattbrocken auf. Glattbrocken, nicht Blatt. Glatt. Und... ja, es ist auch Level 23, genauso wie das Kupfanti gerade. Aber unser Lokroko erreicht jetzt Level 30. Und unser Olini Level 22. Und hier rechts müsste jetzt auch gleich das Stahlherrscher-Pokémon sein. Aber vorher noch ein weiteres Kupfanti, was von einem sehr effektiven Einäschern eingeäschert wurde. Unser Floete erreicht auch ein neues Level. Und ein letztes nehmen wir noch. Nehmen wir noch mit. So, und dann schauen wir jetzt, wo der Herrscher auf uns wartet. Der hier vorne hinter den, hinter diesen Hügeln sollte er stehen. Oder bin ich schon zu weit gefahren? Nein. So, und... hoppala. So, irgendwo hier sollte nun der Herrscher sein. Da haben wir ihn doch. Das sieht doch nach einem Herrscher aus. Und... er will weg. Hui, er war doch wieder schneller. Jetzt ist er da oben, okay. Wegen ihm sind vielleicht auch all die Löcher hier. Und wir haben ihn entdeckt. Und... oh. Schlurm, Herrscher des verborgenen Stahls. Er setzt Kopfnuss ein. Okay. Schlägt uns aber bei der Kopfnuss mit seinen Händen. Und Stahl. Einäschern. Sehr effektiv. Glut. Und seine Angriffe sind nicht sehr effektiv. Es. Oh. Das war ein Fehler. Ah, nee, doch nicht. Es. Hat einen weiteren Weg gebuddelt. Okay, dann heilen wir einmal schnell unser Lokroko wieder. Springen auf unser Miraidon und werden jetzt den Herrscher des verborgenen Stahls finden müssen. Er hat hier auf jeden Fall einen neuen Weg gegraben. Und da ist er da wieder. Zack, und er fährt weiter weg. Er versucht immer noch vor uns davon zu rennen. Und noch einmal, wo will er jetzt hin? Dort hoch. Also müssen wir hier hochfahren. Was mich gerade ein wenig irritiert ist, hier sind keine weiteren Pokémon. Und er ist ein weiteres Mal davon. Ah, das war knapp. Oh, wir haben ihn erwischt.
Okay, das heißt, jetzt holt er wahrscheinlich. Da versteckt er seine Geheimzutat, die er jetzt essen wird. Das Herrscher-Pokémon Schlurm frisst etwas. Und da ist der Pepper auch wieder. Ryan, du hast das Herrscher-Pokémon echt eingeholt. Das ist also der Herrscher des verborgenen Stahls. Der ist echt unnormal lang. Die Nährstoffe in dem Gewürz scheinen ihm einen gehörigen Energieschub verpasst zu haben. Tun wir uns zusammen, Ryan. Auf geht's. Wir kämpfen gegen den Herrscher des Stahls, der jetzt ein wenig aufgepowert ist. Und er hat ein Tentagra mit dabei. Ja, wir haben lange keine Terrakristallisierung mehr durchgeführt. Machen wir das mal und setzen dann ein Eschern ein. Was übrigens auch sehr effektiv ist gegen sein Tentagra. Größe spielt keine Rolle. Mit meinem Tentagra werde ich einen würzigen Stahl aus dir machen. Irgendwie sowas. Ich bin bei den Teilen dann immer ein wenig zu langsam. Allerdings hat unser Lokroko jetzt einen Kronleuchter auf seinem Kopf und wird damit das Schlurm. Hui. Das Schlurm einäschern, nachdem Tentagra bereits besiegt wurde. Und einäschern. Das ist sehr effektiv. Und ein weiteres Mal setzt Sandsturm ein. Ein Sandsturm kommt auf. Lokroko setzt ein Eschern ein. Und wir, wenn er trifft, sollten wir damit den Kampf auch schon wieder gewonnen haben. Sehr, sehr gut. Das ging schneller als gedacht. Und du besiegst das Herrscher-Pokémon Schlurm und unser Lokroko tanzt ein weiteres Mal. Das gab einiges an Erfahrung für all unsere Pokémon. Und unser Ulini versucht Grasfeld zu erlernen. Was genau ist Grasfeld? Regeneriert 5 Runden lang in jeder neuen Runde ein paar KP aller Pokémon, die den Boden berühren. Erhöht die Stärke von Pflanzenattacken. Megasauger und Absorber sind quasi die gleichen. Dementsprechend erlernen wir nun Grasfeld anstatt Absorber. Wenn ich es aber richtig verstanden habe, solange das Pokémon den Boden berührt, bekommt es KP dazu. Das müsste ja auch für die gegnerischen Pokémon dann gelten, wenn diese am Boden stehen. Da müssen wir dann im Kampf mal schauen, wie wir den Angriff wirklich gut einsetzen können. Gute Arbeit, Ryan. Ich hätte übrigens nicht erwartet, dass das Herrscher-Pokémon so ein drolliges, rundes Gesicht hat. Ja, es sah schon deutlich besser aus als das letzte. Da drin sollte noch mehr von dem Geheimgewürz sein, das es vorhin vernascht hat. Lass uns schnell nachschauen, bevor es zurückkommt. Auf geht's. Dann suchen wir mal die nächste Geheimzutat, das nächste Geheimgewürz. Und hoffentlich geht es danach dem Mastiffioso auch wieder etwas besser. Bestimmt finden wir auch hier. Tatsache. Ein Geheimgewürz. Hab ich dich. Ihr findet ein Stängel salziges Geheimgewürz. Unsere Gewürzsuche war auch dieses Mal wieder ein voller Erfolg. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Salziges Geheimgewürz lindert Schmerzen und Taubheit in den Gliedmaßen. Anscheinend hilft es auch gegen den Schwund von Muskelkraft.
damit wird es Mastifioso gleich noch besser gehen. Da gehe ich auch von aus. Dann mache ich mich mal dran, was Leckeres daraus zu zaubern. Und jetzt kommt wieder Haia, Hoa, Tja, Haia, das hier so und dann das dazu. Sorry, dass du warten musstest. Wie die letzten Male auch, gibt's wieder ein Sandwich à la Pepper. Und dazu bekommst du natürlich einen weiteren Herrscherorden. Den kannst du in der Pokéliga zwar nicht gebrauchen, aber nimm ihn trotzdem an, ja? Herrscher des verborgenen Stahls bezwungen, der Pfad der Legenden. Wir haben bisher noch kein Sandwich reingebissen, bevor... Yes! Unser Miraidon aufgetaucht ist. Hm? Ja. Ich habe auch wieder eins für dich gemacht. Möchtest du Miraidon dein Sandwich geben? Sollen wir mal egoistisch sein? Nein. Na gut. Ja. Komm raus, Mastifioso. Ich hab was für dich. So ist's gut. Mach schön langsam. Ja. Langsam kann unser Miraidon nicht. Hat die Reittechnik Hochsprung erlernt. Kannst du es nicht wenigstens ein bisschen genießen? Ah ja. Ihm scheint es irgendwie auch immer besser zu gehen, oder? Ach, richtig. Schau dir das mal an, Ryan. Bisher war bei jedem Geheimgewürz ein Herrscher-Pokémon in der Nähe, stimmt's? Hier im Buch steht, dass sie wegen irgendwelchen Substanzen in den Gewürzen so riesig und stark geworden sind. Vielleicht ist diese Höhle ja wie ein Kühlschrank, wo das Herrscher-Pokémon sein Futter lagert. Oh, hast du aufgegessen, Mastifioso? Was hast du gerade? Was? Das gerade? Ryan, du hast es auch gehört, oder? Das war Mastifiosos Stimme. Ja, das stimmt. Wir haben es alle gehört. Ja, oder? Das habe ich mir nicht eingebildet. Oder so. Da, schon wieder. Also habe ich mich doch nicht verhört. Mastifioso, du kleiner Racker. Wann habe ich das letzte Mal deine Stimme gehört? Mastifioso geht es immer und immer besser. Seit ich dich getroffen habe, passieren ständig tolle Sachen. Jetzt fehlen nur noch zwei Geheimgewürze. Lass uns das gemeinsam zu Ende bringen, ja? Ah ja. Also. Bring, ring. Hallo Ryan, hier spricht Futurus. Miraidon scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wiedererlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt noch höher springen, wenn du den B-Knopf drückst, während du auf ihm reitest. Steuerung beim Hochsprung. Hältst du den B-Knopf gedrückt, kann Miraidon nun noch höher springen als gewöhnlich. Wenn du den B-Knopf nur kurz drückst, macht es einen kleinen Sprung. Okay, das klingt gut. Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um Miraidon kümmerst. Okay, das war dann eine schnelle Episode. Wir haben schnell das Herrscher-Pokémon gefunden und es auch sehr schnell besiegt.
Da vorne sehe ich schon wieder das Schlurm von gerade des Herrscher-Pokémon. Vielleicht werden wir es beim nächsten Mal fangen, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Das war's auf jeden Fall dann mit der heutigen Episode, mit dem dritten Herrscher-Pokémon. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin eine schöne Zeit und ciao!